Ja, Nico, du hast ja erst vor kurzem Death Pro gemacht. Du hast ja gespielt. Du hast ja voll abgekackt, Mann. Hast voll kassiert. Warum ja, Mann. Hast du dein Leid schon erholt? Nein, Mann. Ich hab echt hart kassiert, Mann. Das war echt viel zu krass. Echt jetzt? Ja, Mann. Erzähl mal davon. Oi, was geht ab, Leute? TBT hier. Heute mit einer Diskussion zu Death Row. Ihr wisst, Dan ist tot. Nico musste sich was Neues suchen. Der hat einmal Death Row ausprobiert, aber das lief anscheinend nicht so gut. Aber mehr dazu jetzt. Ja, Mann, ich habe mir Death Row geholt. Ich war eigentlich endunzufrieden. Was gibt's da zu lachen? Erstens, das ist wirklich alles automatisch. Das ist wie in so einer Fabrik. Also man muss irgendwie gar nichts mehr überlegen. Also alles jetzt mit zum Beispiel mit was in der Endphase ist, wie zum Beispiel der Stein oder Skam, vergisst man nicht. Man sieht Kombo-Möglichkeiten, was kann man aus dem Extra-Deck beschwören, was man vielleicht so nicht sieht. Es ist also wirklich, sag ich mal, mit der Realität, finde ich, es ist nicht vergleichbar. Aber ist doch eine gute Hilfe für dich, oder nicht? Wenn du zum Beispiel, du spielst gerade, hast keine Option mehr und dann leuchtet was auf und dann denkst du, ja geil, mein Friedhof leuchtet auf, warum? Was kann ich da machen? Und dann hilft dir doch dann für das Spiel an sich, dass du dann auch Optionen siehst, oder nicht? Für das Spiel auf Death Pro schon, aber dann, was ich ja natürlich lieber mag, ist in echt spielen. Sag ich mal, dann vergisst du solche Sachen, die halt bei Death Pro automatisch sind, vergisst du halt schneller. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt BA spielt, denke ich, wenn er bei Death Pro viel spielt, wird das Scam eher vergessen, als wenn er jetzt zum Beispiel Dueling Network vorher gespielt hat. Und da war es nicht automatisch und da wurde man bestraft. Und so, sag ich mal, ist wirklich alles vorprogrammiert, wie du spielst. Und es ist halt ein bisschen wirklich ja, wie in einer Fabrik, also dass es da automatisch rauskommt. Deswegen finde ich das da für Spielerische her nicht so besonders. Naja, also ich finde es eigentlich ganz gut, weil man dann einfach halt sehen kann, was für Optionen man hat, obwohl man nicht weiß, was man haben könnte. Ja, ich meine, wenn ich jetzt echt spiele, dann sehe ich vielleicht viele Sachen nicht. Aber wenn ich dann zum Beispiel auf Death Pro spiele, dann sehe ich halt dann die Optionen, die mir sind und die kann ich dann auch in meinem Kopf speichern. Und das heißt, ich vergesse es halt dann nicht, verstehst du? Und das ist halt, dass ich das im Real Life dann auch umsetze, was ich dann im Death Pro auch gesehen habe. Genauso gut finde ich dann auch zum Beispiel, dass dann dort auch die Chainlinks erklärt werden, ja, wie das alles abläuft und so und die ganzen Ketten und so, finde ich halt auch gut. Weil, ganz ehrlich, weil zum Beispiel es gibt viele Sachen, die neue Kette starten, es gibt, keine Ahnung, und das finde ich halt auch gut bei Death Pro. Ja, aber das mit den Chainlinks ist auch genau so eine Sache, dass man da einmal die Chance bekommt, sag ich mal, anzuketten und viele wissen dann zum Beispiel nicht, dass man bei Sachen ankettet. Also fürs Lernen ist es wirklich gut, aber sag mal, die eigenen Fehler werden halt nicht bestraft, das ist es halt. Also du kannst da eigentlich wenig Fehlern in Bezug auf Rulings machen oder auch Sachen vergessen, die werden halt einfach nicht bestraft. Und das ist halt, sag ich mal, beim normalen Spiel, beim Turnier, kannst du durch sowas mal locker schnell ein Spiel gewinnen und verlieren, und dann bist du aus dem Turnier raus. Und bei Death Row, sag ich mal, ist es halt einfach nicht so. Ja, natürlich, also eine Kombination aus Death Row und Real Life muss schon sein, ja. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man lernt dadurch. Und deswegen finde ich Death Row eigentlich viel, viel besser. Also Dual Network zum Beispiel war ja meistens dann immer so, da gab es viel Diskussionen über ein Ruling, da musste man warten und. Also das haben sie auch nicht ausgereift und es war auch nicht perfekt. Ja, da musst du auch ernst lange warten immer. Ja, aber Dueling Network war wirklich so wie das reelle Spiel, weil da hast du auch immer auf den Judge gewartet, bis er gekommen ist. Und meiner Meinung nach hat Death Row nicht so viel mit dem echten Spielen zu tun. Und spielst nicht zu viel davon, sondern spielst wieder in echt. Ja, ja, ist so. Man muss mehr in echt spielen. Ich sehe das bei uns, wir kommen hierher, wir haben gar kein Deck, gar nichts dabei. Ja. Und ich wollte doch gar nicht spielen heute. Ja, aber das ist, sag ich ja, das ist immer noch, sag ich mal, ein Spiel, was man in echt spielt und, sag ich mal, nicht nur online spielt. Deswegen, sag ich mal, bin ich immer dafür, dass man das mehr Yugi in echt spielt und nicht zu viel online. Da gebe ich dir vollkommen recht, Nico, aber für die Leute, die das lernen wollen, ist Death Pro auf jeden Fall eine gute Alternative. Die und DNA eh tot. Ja. Zum Lernen auf jeden Fall. Aber man muss halt, sag ich mal, man muss rausgehen, Turniere spielen und nicht nur irgendwie ewig online spielen. Also das bringt meiner Meinung nach gar nichts. So ist es, Jungs, geht's und raus. Eine Sache noch, Timeout, viel zu heftig, Mann. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Zeit hat man da zum Überlegen. Ich glaube zwei Minuten, glaube ich. Ja, zwei Minuten.
Kann man einstellen, ja. Du musst es auf jeden Fall wegmachen, weil es war echt viel zu heftig. Das wusste ich auch nicht. Ja, aber im Real Life hast du auch Timeout. Also hast du auch Zeit. Ja, gut, aber da hast du, sag ich mal, jetzt länger als 2 Minuten. Also von dem her, kurz und knapp, ich bin von Defron nicht so überzeugt. Ja, ein bisschen zum Testen, dies und das. Aber Dueling Network war auf jeden Fall viel besser. Ich vermisse es echt und leide. Dann spielen jetzt öfters Death Pro und dann wirst du sehen, dass es auch ganz gut ist. Jungs, danke euch und leidet's nicht. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert es uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.